Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Anti-Held-Box von Timeless. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Anti-Held von Timeless. Wir haben hier eine relativ schlichte Box in Schwarz gehalten und hier in Weiß der Schriftzug Anti-Held Timeless. Wobei ich sagen muss, das A und speziell das T so als Kreuz erinnert mich ein bisschen so an Antichrist. Da gab es ja diverse Filme oder auch Alben von anderen Künstlern außerhalb des Bereichs Deutschrap. Aber ist auf jeden Fall ja, gelungen, finde ich. Also passt vom Design her. Die Box ansonsten in Schwarz gehalten. Auf dieser Seite lesen wir noch Wolfpack, also das Logo von Wolfpack. Timeless Anti-Held steht hier, Wolfpack ja der Vertrieb und hier noch Freunde von niemand, das Label, bei dem Timeless unter Vertrag ist. Rückseite ebenfalls glatt schwarz und hier unten haben wir dann noch die Labels bzw. die Credits und einen Barcode. Okay, dann kommen wir auch schon zum Innenleben. Wir haben hier eine reguläre Clubbox. Wir haben hier einmal ein T-Shirt, das Album. Einen Sticker, nicht mal ein Sticker, das ist ein Einleger, einfach Freunde von niemandem Job. Ebenfalls ein Einleger. Hier so ein Comic oder so ein kleines Heftchen. Einen USB-Stick. Und ein Poster. So sieht die Box von innen aus. Machen wir die mal zu. So, und wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. Was auf den ersten Blick gleich mal auffällt, wir haben es hier zu tun mit einem super Jewel Case. Freut mich extrem. So sieht das Ganze aus. Anti-Held von Timeless. Also wir sehen hier, meines Wissens ist das Köln. Ich hoffe, ich liege jetzt nicht falsch. Also der Kölner Dom. Und hier Timeless auf einer Schaukel, wie hier in der, ja, mehr oder weniger im Blick die Skyline, aber wie er hier in seiner Stadt schaukelt. Anti-Held Timeless. Dann haben wir hier auf der Rückseite die 15 Tracks aufgelistet. Wir haben Features von Perrin, Splinter 823, Echo Fresh, Darius Zander, BOZ, La Bestia. Das sind die Features auf dem Album. Und meine Favoriten sind Nummer 12, Wach und Nummer 15, das Outro. BOZ, einer meiner absoluten Lieblingsrapper, also das Feature ist sehr gelungen in meinen Augen. Haben wir noch einen Barcode und die restlichen Credits bzw. Label-Logos. Von hinten bzw. von der Seite sieht das so aus. Timeless Anti-Held lesen wir hier. Und dann kommen wir auch schon zum Booklet. Cover kennen wir. Ui, eine Riesendanksagung. Also, ich werde euch das mal hier kurz abfilmen. Einmal, zweimal. Die könnt ihr euch natürlich gerne dann im Nachhinein oder kurz das Video anhalten und durchlesen. Ui, das geht hier noch weiter. Wir haben hier Timeless mit einer Wolfpack-Haube. Dann haben wir hier noch, wie gewohnt, die Infos zu den einzelnen Tracks. Und das finde ich auch mal interessant, dass hier festgehalten wurde, irgendwie ein Gedanke von Timeless. Also hier steht zum Beispiel bei Anti-Held, einer der ersten Songs, die entstanden sind. Der ursprüngliche zweite Part ist oder hat mir nicht gefallen, also habe ich kurz vor Abgabe einen neuen geschrieben. Der zweite Part ist der letzte, den ich für das Album aufgenommen habe. Alles klar. Es würde mich noch interessieren, wo da, was er bei Wach mit BOZ schreibt. Geschrieben im Herkules-Hochhaus in Köln-Ehrenfeld, in der Zeit viel BOZ gehört, ihn auf Facebook gefragt, ob er Bock hat und er war dabei. Hip-Hop. Okay, also wirklich erst bei diesem Album richtig Kontakt zu BOZ aufgenommen. Schön. Hinten noch das Logo Freunde von niemand. Okay, dann haben wir die CD an sich, diese in Schwarz und Silber gehalten. Und hier haben wir nochmal Timeless im Profil.
frisch vom Friseur. Dann haben wir diese zwei Einleger hier, sehe ich jetzt nicht wirklich als Boxinhalt, ist einfach Info. 5 Jahre Freunde von niemand in der Jahrhunderthalle Frankfurt. Ist ja mittlerweile vorbei, das Event. Und dann haben wir hier noch einen Einleger zum Freunde von niemand Shop, fvn-shop.de. Und hier Auszug aus aktueller Merch-Kollektion. Dann haben wir einen USB-Stick in einer Plastikfolie. Auf diesem befinden sich meines Wissens 5 Bonustracks inklusive der Instrumentals. Komplett in schwarz gehalten und hier mit dem Schriftzug Anti-Held. Kurz interessieren, nein, steht leider nicht dabei. Wie groß der USB-Stick ist, steht leider nicht hier vorne auf der Kappe. Werde ich dann mal kurz anstecken und euch dann gleich noch sagen, was der für eine Kapazität hat. Ist aber auf jeden Fall ein hochwertiger USB-Stick jetzt rein von der Haptik, also fühlt sich gut an und ist jetzt nicht so ein 0815, gefällt mir echt gut. Dann haben wir hier so ein kleines Heftchen, einen Comic. Anti-Held Timeless lesen wir hier. Credits. Und dann haben wir hier einfach einen Comic, der hier über ein paar Seiten sich erstreckt. Fortsetzung folgt. Werde ich jetzt nicht ganz im Detail zeigen, weil das natürlich den Leuten vorbehalten sein sollte, die auch die Box erworben haben. Werde ich mir da mal in Ruhe durchlesen. Und dann haben wir hier ein Poster. Dieses ist einseitig bedruckt. Und hier haben wir Timeless mit Haube und Hemd. Erinnert ein bisschen an diese typische Pose von Barney Stinson. Schaut jetzt aber ehrlich gesagt nicht so aus, als würde ich eine Krawatte tragen. Egal. Links oben haben wir den Anti-Held-Schriftzug. Ansonsten das Poster in schwarz gehalten. Im Querformat, wie gesagt, einseitig bedruckt. Rückseite blank weiß. Und dann haben wir als letzten Bestandteil der Box noch ein T-Shirt. Dieses sieht so aus. Glattschwarz mit weißem Schriftzug auf der Brust. Anti-Held Timeless. Backprint haben wir keinen. Und wir haben es zu tun mit einem Gilden Softstyle in der Größe L, 100% Baumwolle, made in Bangladesch. Okay, hier noch sehr klein abgedruckt die Infos zur Wäsche. Schauen wir uns mal kurz im Detail an, wie das Ganze aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also schwarzes Shirt und hier der weiße Schriftzug quer über die Brust. Anti-Held und darunter Timeless. Sehr schlicht vom Design her, schwarz und weiß, klassische Kombination, aber hat in meinen Augen auf jeden Fall was. Der Schriftzug kann man durchaus anziehen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L, dann dieses Poster im Querformat einseitig bedruckt, dieses kleine Heft, dieser Comic, Anti-Held, das Album im Super Jewel Case und der USB-Stick inklusive 5 Bonustracks und 5 Instrumentals mit einer Kapazität von 1 Gigabyte. Habe ich jetzt eben nochmal nachgesehen. Das alles in dieser wunderbaren Box, Anti-Held von Timeless. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Timeless unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.